Jo Leute, da wären wir wieder zu Minecraft Attack und ja, heute weiß ich noch gar nicht, was ich machen will. Ich hatte ja hier mit den Teppichen was gemacht, letzte Folge war ja eine Mini-Folge, weil ich da wirklich wenig Zeit hatte. Und ja, fand ich auch gut so, dass ich das so ein bisschen kürzer gemacht habe. Und jetzt schaue ich erstmal, ich will hier die Kühe paaren. So. Zack, du auch nochmal bitte. Na, hallo? Achso, hier ist wohl keine weitere. Ach doch. Hä? Naja, da muss man auch erstmal durchblicken. Ja, auf jeden Fall soll es mal heute ein bisschen um die Heute-Show gehen. Heute, heute, haha. Nee, also keine Ahnung, das Thema wurde mir halt so vorgeschlagen und ich dachte mir, ich kann es ja mal behandeln, aber so richtig was eingefallen ist mir dazu eigentlich nicht. Zumindest im Vorfeld nicht. Ich kann ja mal überlegen, vielleicht fällt mir jetzt was ein, so spontan. Und ja, dann gucken wir mal. Ich tue mal hier die Steinziegel runter. So, Moment. Da brauche ich nämlich nochmal zwei Stück. Dann kann ich mal schauen, was ich als nächstes Projekt so angehe. Vielleicht kann ich noch jemand anders anschließen hier in dem System oder so. Mal schauen. Ja, hier würde ich auch sagen, auf jeden Fall, dass die Kühe mal aus der Ecke kommen. Und wir mal hier weiterbauen. Hallo? Ja, auf jeden Fall heute Show. Ja, ich gucke die halt nicht. Also, ich denke mal, also Street hat ja gefragt wegen der heute Show. Und er spielt bestimmt auf die Fußballnachrichten an, die ihn da wohl interessieren. Und, ja, sowieso, wenn ich so Nachrichten gucke, meistens die heute Show kommt ja immer so abends, ne? Aber da gucke ich eigentlich keinen Fernsehen. Ich gucke eigentlich, wenn dann Fernsehen, mal nachmittags. Und, da ist auf jeden Fall die heute Show. Ja, die läuft da ja nicht, ne? Und deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber auf jeden Fall, ich gucke auch so Sport zum Beispiel nicht, weil mich das eigentlich nicht interessiert. Das ist eigentlich komplett langweilig so. Ja. Ich finde ja Politik schon langweilig. Ja, warum gucke ich dann überhaupt noch Nachrichten? Nee, also es ist ja nicht alles so. Manches ist ja ganz interessant. Aber so immer nur irgendwelche negativen Sachen zu hören, ist natürlich auf Dauer nicht so schön. Und deswegen, ja, gucke ich eben auch Politik nicht so gerne. Und ich glaube, hier, das hat Martin Storms gemacht. Das wollte ich doch machen. Lol. Weil ich hätte da keine Sandsteine genommen, sondern auch nochmal sowas. Hm. Was kann ich denn da an der Decke nehmen? An der Decke nehme ich auch jetzt die Steinziege, würde ich sagen. Dann bauen wir das nochmal aus. Oder habe ich Sandstein genommen? Boah, ich weiß es nicht mehr, ey. Eigentlich nicht. Oder? Ach doch, ich hatte ja hier auch welche. Da hatte ich wahrscheinlich dann den Rest da verbaut. Ey, ich bin schon wieder komplett... Ich frage mich jetzt, was ist los eigentlich? So. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig alles. Mit der Haute-Show. Haute, genau. So heißt sie bestimmt. So. Naja, keine Ahnung. Also, ich gucke sie halt nicht. Ich habe sie mal... Also ich weiß jetzt nicht. Es gibt da ja mehrere Sachen, ne? Es gibt ja irgendwie das Heute-Journal, was abends kommt. Heute-Show, weiß ich nicht, was das ist. Ist das nicht das mit, wo es nur um Sport geht? Kann das sein? Es gibt dann auch noch irgendwie Europa und... Nee, warte, heute Europa oder so. Das kommt irgendwie mal 16 Uhr. Und dann gibt's irgendwie noch, ja, die normalen Heute-Nachrichten. Und, ach, keine Ahnung, ich gucke eigentlich auch die Nachrichten nie auf ZDF, wenn dann immer auf ARD. Ja, und deswegen kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen. Das ist irgendwie auch alles so verwirrend, dass die da 20.000 Sendungen einführen. Wo es dann in der Sendung um das, weißt du? Da blicke ich jetzt nicht so durch, wenn ich mich damit nicht großartig befasst habe. Musst ja erstmal studieren und so, bis du da durchsteigst. Und sowas ist halt immer komisch. So, warte mal, was brauchte ich jetzt eigentlich? Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ey. So, ich hoffe, ich erinnere mich wieder. Wahrscheinlich sehe ich es aber gleich erst, wenn ich da bin. Naja, ist ja egal. Ja gut, Treppen, habe ich mir doch denken können. Hä, ich habe doch eigentlich genug gehabt. Warum habe ich die nicht da hingesetzt?
Ich glaube, ich brauchte noch Steinziegel und deswegen bin ich losgerannt und auf die Treppen habe ich erstmal nicht geachtet. So war's. Na gut. Hier kann ja noch Holz hin, damit es auch ja, durchgehend aussieht, ne? Oder kann man hier das Holz eigentlich auch abbauen? Ja, das geht doch auch. Dann machen wir das doch so. Wir könnten natürlich auch hier noch Bücherregale hinsetzen, ne? Aber dafür will ich eigentlich mein Leder erstmal nicht verschwenden. Denn das brauche ich ja für die Elytren dann später zum Reparieren. So. Dann können wir hier noch ein paar Fackeln hinsetzen. So, zack. Okay. Da. Ja, und dann so alle drei oder so, ne? Also immer drei dazwischen frei. So passt's doch, ne? Ja. Funktioniert auf jeden Fall. So, dann können wir hier noch welche hinsetzen. Hier, die sind eigentlich überflüssig. Den Kuhstall muss ich dann auch nochmal ausbauen. Machen wir das aber hier weiterhin so mit den alle drei Blöcke. Oder alle vier dann eigentlich, ne? So. Genau, dann passt das. Ich denke mal, das ist ganz gut. Jetzt musst du immer hier die hin platzieren. Das ist halt immer blöd, wenn du dann immer so nach oben gucken musst. So. Okay, da haben wir aber das. Das ist schon mal gut. Wir sind bei 7 Minuten gerade. Also ich habe gerade auch gar keine Idee mehr, was ich zum Thema noch sagen soll. Weil ich will mich jetzt auch nicht tausendmal wiederholen. So. Okay. Dann haben wir hier ein bisschen freie Bahn auf jeden Fall, wenn die da alle in einer Ecke sind. Da kann ich hier ein bisschen Gas geben, ne? So. Da. Okay. Ja, mir fällt jetzt auch nichts ein, was ich so mal reden kann, abseits vom Thema. Tut mir leid. Deswegen nur hier so komisches vor mich hergebrabbel. So, ich mag das irgendwie immer nicht. Solche Folgen. Gleich löschen und neu aufnehmen. Nee, lieber nicht. Da weiß ich ja nicht, was ich machen soll. Das ist nämlich zurzeit mein Problem hier. Und an der neuen Stadt alleine zu bauen ist auch ein bisschen. Ich glaube, da übernehme ich mich einfach. Weißt du, also ich bräuchte wirklich mal Ideen hier für Minecraft Attack. Was ich so machen kann, was vielleicht so jeweils 5 Folgen geht oder so. Dass es immer noch ganz gut abwechslungsreich ist. Und eben trotzdem noch, ja, eine coole Sache ist halt. Keine Ahnung. So. Oh Mann, ey. Ja, also vielleicht habt ihr Ideen für weitere Bauprojekte und so. Das wäre ziemlich cool. Da könnte ich mal hier wieder ein bisschen neuen Wind reinbringen, sozusagen. Na gut, das kann ich sowieso dann erst, wenn ihr fertig seid oder wenn ich dann wieder aus dem Urlaub da bin. So, ich hoffe, die sind nicht so dumm und fallen hier runter. Das wäre ja wieder Fail. So, und ihr könnt mich natürlich auch mal aufklären, was es jetzt auf sich hat mit dem Unterschied der Heute-Show und dem Heute-Journal und so. Das würde ich auch mal gern wissen. Ich weiß nur, dass das Heute-Journal eben länger geht und über den ganzen Tag und ja, und dann gibt es ja noch Europa und bla bla bla. Obwohl Europa, glaube ich, auch relativ lange geht. Also so richtig weiß ich es jetzt nicht. Obwohl ich glaube, das normale Heute-Ding, das kommt auch nur nicht jede Stunde, sondern auch ein bisschen seltener am Tag. Ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, es kommt nicht jede Stunde auf jeden Fall. So, hier, das sieht doch eigentlich ganz cool aus gerade. Das nehme ich mal als Thumbnail. So, mit dem Abendrot da zwischen den Zäunen ist vielleicht mal was anderes. So, und die Decke. Ja komm, das machen wir in der nächsten Folge, da haben wir da auch noch was zu tun. Ist doch perfekt. Da verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann, haut da rein. Und ich glaube, hier den Eingang mache ich auch nochmal anders. Ich muss ja mal alles umstrukturieren, ne? Naja, da haben wir ja noch, doch noch was zu tun erstmal. Und dann tschüss.